Hallo Freunde des Lichts, ich bin mit euch auf dem Hochblauen, unserem Markgräfler Hausberg. Hab gehofft, dass wir hier Regen haben, weil die Idee war, mein Regenmaterial mal zu probieren. Jetzt habe ich es zusammengebaut, ich habe zwei Regenplanen, die wollte ich probieren, aber hat nicht funktioniert, hat nicht sein sollen. Hier ist der Turm, an dem jede Handy-, Fernseh-, Radio- oder sonstige Agentur seine Antennen dran hat. Ist das nicht ärgerlich? Überall in der ganzen Umgebung sieht man, wie das Wasser vom Himmel fällt. Nur hier regnet es nicht. So ein Mist. Okay, schauen wir uns ein bisschen um. Zum Blauen gehört auch eine Gaststätte mit Hotel und Imbiss. Ja, man kann schon weit ins Tal blicken. Ist schon toll, die Aussicht hier oben. Überall Regen, nur hier nicht. Also, wenn das kein phänomenaler Ausblick ist, dann weiß ich auch nicht. Herrlich, diese Felsenlandschaft. Also, was da noch geht, weiß ich nicht. Die Idee war, den Regenschutz zu überprüfen. Klappt nicht. Der Regen ist geflüchtet. Ich glaube, der weiß, dass er keine Chance hat gegen meine Regenschutzsachen. Ah, mal schauen, vielleicht suche ich mir einen Lagerplatz und mache ein bisschen Kaffee und so. Wenn ich schon hier bin, ist eine sehr, sehr schöne Landschaft, sehr urwüchsig, relativ wild, wenig bearbeitet. Ganz tolle Wanderwege. Aber ich zeig's euch. Oh, was sehen meine müden Wandereraugen? Himbeeren. Erstmal probieren, ob die nicht nach Fuchs schmecken, wegen dem Fuchsbandwurm. Nee, schmecken nicht nach Fuchs. Nee, lecker. Bei uns unten im Tal sind die Himbeeren schon lang hinüber, also schon lang leer gegessen. Da musst du noch mehr geben, ja, da drüben. Und die Zeit ist auch vorbei für die Himbeeren bei uns im Tal. Aber hier oben wächst das Zeug ja noch prächtig. Lecker. Man muss auch berücksichtigen, dass wir unten im Tal eben 24 Grad hatten, als ich losgefahren bin. Und hier oben sind es
17 Grad. Ist klar, ist schon ein kleiner Unterschied. Deswegen haben wir eine gewisse Reifeverzögerung. Na Gott sei Dank. So. Ne, komm, eine noch. Und noch eine. Okay. Wieder noch ein bisschen rumschauen. Hier sind auch noch. Vielleicht schwingen die nach Fuchs, mal schauen. Ne, auch kein Fuchs. Wunderschöne, moosbewachsene Felsformationen. Das würde meiner Frau jetzt wieder gut gefallen. Das gefällt ihr, wieso, wenn die Felsen so märchenhaft mit Moos überzogen sind. Toll. Oh, hier ist Schluss mit lustig. Fertig mit Märchen. Märchen abgestürzt. Vielleicht sollte ich mir hier einen Kaffee kochen. Ich gehe noch ein Stück weiter. Sehr, sehr schön hier oben zum Wandern. Kann ich bestens empfehlen, die Gegend. Mach da ruhig mal einen Ausflug hin. Hier kann man sich wirklich den ganzen Tag aufhalten. Das sieht schon fast aus wie ein Bannwald hier auf der rechten Seite. Der Abgang ist richtig schön steil. Geht's nachher wieder hoch. Ups. Naja. Auch hier. Na, die nehmen wir gerade mal mit. Zwei Plastiktüten. Sind sogar noch in Ordnung. Na, ich glaube, die behalte ich sogar in meinem Fundus. Die werfe ich nicht mal weg im Mülleimer. Ich denke, die behalte ich. Ich habe da so eine Idee. Wenn das keine schöne Stelle ist, um einen Kaffee zu machen. Hier sogar eine schöne Steinfläche, eine Ebene, um ein Feuer zu machen. Na, packen wir es an.
So, hier verwende ich jetzt eine etwas andere Technik. Ich habe schon eine schöne Unterlage mit dem Stein. Dann habe ich hier ein bisschen Reisig aufgeschichtet, habe den leicht dachförmig geknickt, damit ich hier jetzt dann mit der Flamme unten reinkomme und habe hier oben drauf etwas Baumharz drauf gemacht. Wir sind hier mitten in einer riesen Fichtensiedlung und da gibt es überall irgendwo ein bisschen Baumharz abzumachen. Ist gar kein Problem. Wenn man sich recht umschaut, findet man auch Fettwut, also noch mehr Anzündmaterial. Aber so sieht es ganz gut aus. Natürlich habe ich hier auch wieder ein paar Schnittchen gemacht mit meinem tollen Messer. Und die werde ich erstmal anzünden. Hier haben wir auch einen tollen Ameisenhaufen, die großen Waldameisen. Die sind auch mit von der Partie. Aber die lassen wir in Ruhe. Wer hier gelacht? Jetzt kriegen wir vielleicht doch noch ein bisschen Regen. Das wäre toll. Perfekt. Ein Höllenfeuer mit so ein paar kleinen Zweigen. Machen wir noch ein bisschen was Dauerhaftes drauf. Das für den Kaffee reicht. Ah, ich will jetzt hier kein längeres Lagerfeuer machen. Ich will einfach nur, wenn ich schon hier bin, einen Kaffee kochen. Und dafür reicht das bisschen. Hoppa, da ist ja noch eine Raste. So, gehen wir zum gemütlichen Teil über.
das nicht geil ist. Mit diesen zwei gefundenen Plastiktüten, das sind so Zippertüten, habe ich eine Idee. Irgendwann werde ich eine tote Birke finden, irgendwas, was am Boden liegt, wo ich mir Birkenrinde abnehmen kann als Zunder. Ich meine, man sieht ja auch die verschiedenen Arten, wie ich das Feuer anmache. Es funktioniert auch so. Aber es kommt die Zeit jetzt an, wo es schwieriger wird. Hey, rauch darüber. Und für diese Zeit möchte ich mir gern Birkenrinde sammeln, um es etwas leichter zu haben. Na, bis jetzt war es halt noch nicht so weit. Das kommt schon noch. Eine Spezialkaffeemischung. So, mein Kaffeewasser ist leicht am Sprudeln. Mehr muss es gar nicht. Ich will das Feuer auch gar nicht weiter anheizen, weil ich wollte mir einfach nur einen Kaffee machen. Ziehe ich mal aus, das ist einfacher. Und wir haben jetzt auch schon wieder 7:45 abends, also allzu lang werde ich eh keine Helligkeit mehr haben. Ja, schaut gut aus. Da bleibe. Warte. Im Feuer rumgreifen kann man halt mit Lederhandschuhe. Da geht's. Immer wieder geil. Ja, jetzt haben wir halt Pech gehabt. Regen haben wir keinen gefunden. Ein paar Tropfen hatten wir, aber ist ja kein Regen. Nächstes Mal. Aber wieder ein schöner Aufenthalt draußen mit meinem sehr, sehr günstigen Equipment. Ein schöner Nachmittag. Eine schöne Wanderung hier auf dem Blauen gemacht. Super. Und einen Tagesabschlusskaffee getrunken. So muss das. Wie immer am Schluss. Ich werde noch ein bisschen für mich genießen.
werde meinen Kaffee in aller Ruhe austrinken, dann nachher das Restfeuer löschen mit meinem Wasser, was ich noch dabei habe. Ich habe noch fast eineinhalb Fläschchen Wasser dabei. Das reicht, um das abzulöschen. Ja, eine Ameise, die hat sich hier hoch verirrt. Und dann werde ich mich auch wieder den Berg hoch Richtung Heimat machen. Jetzt ist die Pause vorbei. Müssen wir halt ein anderes Mal Regen suchen. Wer hätte gedacht, dass es so schwer ist, Regen zu finden. So, jetzt muss ich da ganz steil wieder hoch. Ich zeig's euch mal. Sieht man das eigentlich auf der Kamera? Ich glaube, auf der Kamera sieht man es immer so relativ flach. Abendsport. Ich muss mich schon langsam beeilen. Weil in meiner Ausrüstung habe ich bisher noch keine Lampe. Und es wird ziemlich zügig dunkel. Die Kamera hat natürlich einen Restlichtverstärker. So eine Art Restlichtverstärker. Deswegen kommt es da mit Sicherheit noch ein bisschen heller rüber. Aber tatsächlich ist es schon ziemlich dunkel. Nicht, dass ich Angst hätte. Es ist nur einfach ein bisschen riskant im Wald bei Dunkelheit. Und bei solchen Wegen. Aber das kriegen wir hin. Wie immer. Nun bin ich auf der Rückfahrt nach Hause. Es war wieder ein sehr, sehr schöner Tag. Meine Ausrüstung hat sich bis jetzt bezahlt gemacht. Sehr sogar. Dafür gesorgt, dass ich sehr viel Spaß haben konnte schon draußen, schon oft jetzt. Jetzt müssen wir halt die Jagd auf Wasser von oben auf etwas später verschieben. Irgendwann finden wir Regen. Wir sehen uns. Schön, dass du bisher hier im Video mit dabei geblieben bist. Wenn du gern darauf reagieren möchtest, was mich sehr freuen würde, gibt es drei Möglichkeiten für dich. Einmal hier unten den Button abonnieren drücken, würde mich sehr freuen. Dann hast du hier unten die Möglichkeit Like oder Dislike zu drücken, ist beides in Ordnung, oder ganz unten einen Beitrag reinzuschreiben in die Kommentare, würde mich wirklich sehr freuen. Mach's!